Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial zum Mission Editor von DCS. Und wir schauen uns heute mal das Weather Tool an, also dieses Plugin im Mission Editor, womit man das Wetter einstellen kann. Das Symbol dafür finden wir hier direkt unter dem Briefing-Symbol. Und grundsätzlich gibt es zwei Arten von Wetter, die wir einstellen können. Wir haben einmal das sogenannte Standardwetter oder das statische Wetter. Das ist noch das alte Wettersystem aus Flaming Cliffs. Und hier stellen wir einfach nur feste Werte ein, die dann auch für die komplette Karte gelten. Das heißt, das Wetter in Batumi ist dann genauso wie das Wetter in Vaziani oder auch in Maikop. Wenn ich also sage, der Himmel soll wolkenfrei sein, dann ist das überall so. Und wenn ich sage, es soll eine Wolkendecke sein, dann ist das auch überall so. Und dann gibt es seit DCS A10 das sogenannte dynamische Wetter. Und hier stellen wir quasi nur ein, ist es ein Hochdruckgebiet oder ein Tiefdruckgebiet. Und noch ein paar kleine andere Sachen, die wir gleich im Detail besprechen. Und dann berechnet er mit einem Zufallsgenerator aus diesen paar eingestellten Sachen automatisch ein Wettersystem bzw. mehrere Wettersysteme. Und diese werden anhand des Luftdrucks berechnet. Das heißt, es ist dann sehr dynamisch. Es kann jedes Mal anders sein. Und es verändert sich auch während einer Mission. Das heißt, die Gebiete an sich ziehen weiter, wie das auch im echten Leben so ist. Und auch das Wetter innerhalb der Gebiete ändert sich. Und so kann es eben sein, dass wir in Batumi klaren Himmel haben. In Vaziani haben wir eine komplett geschlossene Wolkendecke. Und in Maikop haben wir ja, eine aufgebrochene Wolkendecke oder ein paar Wolken. Von daher empfehle ich, wenn die Ressourcen vom Rechner her da sind, immer das dynamische Wetter zu nehmen, weil dann hat man auch nicht eine Windrichtung auf der gleichen Karte, sondern fliegt zum Beispiel von dem einen Gebiet in das nächste Gebiet und dann ändert sich auch schon die Windrichtung. Das ist ein bisschen anspruchsvoller und natürlich auch realer. So, wir fangen mal an mit dem Standardwetter. Wir können hier oben ganz normal die Jahreszeit festlegen, also Sommer, Winter, Frühling, Herbst und auch noch die Temperatur, in dem Fall in Grad Celsius. Man kann das in den Optionen auch noch auf Grad Fahrenheit umstellen. Das hat dann natürlich auch immer ein bisschen Auswirkungen auf das Wetter. Also wenn ich sage Regen und ich habe Sommer, ist das ein anderer Regen, als wenn ich sage Herbst und Regen. Im Herbst würde dann schon ein bisschen stärker sein, also mehr Richtung Gewitter. Und darüber hinaus, durch diese Temperatur, ändern sich natürlich auch in der Simulation einige Sachen, wie zum Beispiel bei der A10 der Öldruck. Also wenn wir 26 Grad plus oder minus 26 Grad haben, hat man beim Startup der A10, kann man das schön am Öldruck beobachten, weil wenn es kälter ist, ist ja das Öl dickflüssiger und dann ist der Öldruck eben auch höher. Und zum Beispiel auch der Spritverbrauch wird davon beeinflusst, von der Temperatur, natürlich auch vom Wind. So, dann haben wir hier Einstellungen für die Wolken und Atmosphäre. Wir haben hier einmal Base, das heißt, wo geht unsere Wolkendecke los? Und das ist immer vom Meeresgrund aus gesehen. Das heißt, wir können hier von 300 Meter bis 5000 Meter einstellen. Dann haben wir die Thickness, also wie dick soll diese Wolkendecke sein? Soll sie nur 200 Meter dick sein? Da ist man relativ schnell durch mit dem Flugzeug. Oder soll sie 2000 Meter dick sein? Dann dauert es ein bisschen länger, bis man über den Wolken ist. Und wir haben hier die Density, das heißt, bei 0 wäre gar keine Wolke da. Bei 1, 2, 3, 4, ich glaube bis 6 haben wir so ein paar Wolken und ab 7, 8 wird es dann eine Wolkendecke. Korrigiere, ab 9 wird es die Wolkendecke, 7, 8 sind ein bisschen größere Wolken und 9 und 10 sind dann die komplette Wolkendecke. Wir schauen uns einfach mal unterschiedliche Sachen an. Dann können wir hier noch ein paar Sachen einstellen. Aber wieso jetzt nicht? Achso, weil wir keine Wolkendecke haben. Ja, okay. Also wir haben ja nur ein paar ganz, ganz laue Wölkchen, deswegen können wir jetzt hier nichts einstellen. Wenn wir jetzt hier auf 7 stellen, haben wir schon größere Wolken, dann können wir sagen, es soll regnen.
Und bei 9 oder 10 können wir sagen, okay, es soll auch noch einen Thunderstorm geben. Und wenn wir dann im Winter sind, dann können wir hier sogar sagen, es soll eigentlich einen Schneesturm geben. Eigentlich gibt es dann ja auch noch den Snowstorm. Okay, jetzt müssen wir uns dann mal in der Simulation angucken. Sollte aber eigentlich funktionieren. So, das heißt, wir fangen einmal mit 3 an und sagen nix. Und hier haben wir den Q&H. Das hatten wir in einem der letzten Let's Play-Videos, war das genau, als ich mit Cool Hand unterwegs war. Das ist der Druck über der Meereshöhe, also Q&H Nautical High. Und auch hier, wenn wir den verstellen, gilt er für die komplette Karte, egal wo wir sind. Und die Einheit, was hier angegeben ist, das sind sogenannte Millimeter Quecksilbersäule. Das ist eine Maßeinheit für den Q&H. Wir können uns das mit dem Rechner oder im Kopf umrechnen. Ein Millimeter Quecksilbersäule entspricht 1,33 Hektopascal, und da wir doch mal einen Referenzwert haben auf Meereshöhe, haben wir zum Beispiel 1013 Hektopascal. Na, und wenn wir uns das jetzt umrechnen, dann wissen wir, wie viel wir im Vergleich zur Meereshöhe für einen Druck hätten. Dann haben wir hier die Einstellungen für den Wind. Das heißt, wir können einmal für Meereshöhe einstellen, einmal für 2000 Meter bis 7999 Meter, einmal ab 8000 Meter. Und können hier eben unterschiedliche Windstärken natürlich auch eintippen, die dann in den jeweiligen Höhen auch unser Flugzeug beeinflussen. Und dann können wir auch noch die Windrichtung eingeben, so wie die jetzt alle dastehen mit dem Pfeil. Das entspricht auch der Windrichtung. Das heißt, wenn der Pfeil nach oben zeigt, wird der Wind auch von Süden nach Norden wehen. Und auch die kann man entweder hier per Drag and Drop oder durch Eingeben einfach verändern. Und ganz zum Schluss, naja, fast zum Schluss haben wir hier noch die Turbulenzen. Das heißt, wir können auch Turbulenzen einbauen. Die befinden sich überwiegend in Bodenhöhe, werden dann mit zunehmender Höhe schwächer. Das heißt, auf Bodenhöhe hatten wir, wenn wir hier auf 2 stellen, 2 Meter pro Sekunde mal 0,1. Und wenn man dann nach dem Takeoff abhebt, je mehr man steigt, werden die Turbulenzen eben schwächer. Die lassen wir jetzt mal raus, da wir uns das Wetter eh nur anhand von Bodeneinheiten angucken. Und jetzt aber ganz zum Schluss haben wir hier noch die Möglichkeit, Nebel einzustellen. Das heißt, wenn wir das Häkchen setzen, dann haben wir Nebel. Das machen wir dann bei den anderen Wetterkonditionen. Und dann können wir hier einmal die Visibility einstellen. Die Visibility, damit ist gemeint, wie weit wir Bodenobjekte noch erkennen können. Das heißt, bei 6000 Meter können die besser sehen, als wenn ich das hier weiter runterstelle. Und Thickness, auch hier, das ist die Dicke des Nebels. Das heißt, wenn ich 50 Meter einstelle, wäre dieser Nebel von 0 Meter Meereshöhe bis 50 Meter Meereshöhe. Wenn ich also von einem hohen Flugplatz wie Nalchik starte, hat der hier, Nebel bei diesen Einstellungen hier überhaupt keinen Einfluss mehr. Das Ganze kann man natürlich auch speichern und dann später als Preset laden. So. Wir gucken uns jetzt diese Einstellungen mit dem Standardwetter einmal an und gehen dazu in die Mission. So, da sind wir. Wir gucken uns jetzt unsere eingestellten Wetterszenarien einmal von 3 unterschiedlichen Orten an. Einmal von Batumi aus. Batumi liegt auf 33 Meter Meereshöhe. Dann einmal von Majkop-Kanskaja aus, das liegt auf 591 Meter Meereshöhe, und einmal von Vatsiani aus, das liegt auf 1499 Meter Meereshöhe. Das heißt, wir werden dann natürlich auch Unterschieden bei der Wolkendecke entdecken. Die ist hier also weiter oben optisch als hier, logischerweise, weil hier sind wir ja schon höher, und wenn wir Nebel einstellen, werden wir hier noch Nebel haben und hier dann unter Umständen auch schon gar nicht mehr. So, mit unseren ersten Wettereinstellungen von gerade fangen wir hier mal an. Wir sind hier auf Batumi und wir sehen ein paar kleine Wölkchen. Anhand dieser Rauchsäulen lässt sich auch immer ganz gut der Wind beobachten, wie stark der ist.
Dann sind wir hier auf Maikop. Wir sehen auch hier ein paar kleine Wölkchen. Haben hier leider keine Rauchfahnen, um den Wind zu beobachten. Und dann einmal in Vatsiani. Auch hier haben wir keine Rauchsäulen zum Beobachten. Aber wir sehen, die Wolken sehen hier identisch aus. Das ist wie gesagt der Nachteil vom statischen Wetter. Es verbraucht zwar nicht so viel Ressourcen, weil nichts berechnet werden muss, aber es ist dann halt auch überall gleich. Ne? Und wenn ich Wind von Süd nach Nord habe, dann ändert er sich innerhalb der Mission nicht. Und er ist halt auch an jedem Ort gleich, egal wo ich mich auf der Karte befinde. Das ist halt ja, ein bisschen einfach gestrickt, möchte ich sagen. So, wir gucken uns mal ein zweites Wettersetting mit dem statischen Wetter an. Gut, wir stellen jetzt mal Folgendes ein. Wir haben Herbst, 16 Grad Außentemperatur. Ich habe die Wolkendecke ein bisschen verändert. Wir haben jetzt Stärke 9, also eine Wolkendecke, haben einen Sturm. Ich habe den Wind ein bisschen angepasst und ich habe jetzt auch den Nebel einmal eingeschaltet auf 1000 Meter, also 1040 Meter sichtbar und 50 Meter hoch. Und auch das gucken wir uns jetzt mal in der Mission an. So, wir schauen uns jetzt das zweite Wetter an mit den statischen Einstellungen und wir fangen wieder in Batumi an. So, wir sehen jetzt unser Nebel. Und wir sehen da die Rauchsäulen, also jetzt ist schon ordentlicher Wind und wir haben eine komplett geschlossene Wolkendecke und es regnet auch. Dann gucken wir mal nach Maikop. Auch dort Wolkendecke, Regen. Der Wind wird hier genauso sein und wir haben ja gerade schon gesehen, es blitzt und donnert eben auch. Ist ja ein Thunderstorm und in Vatsiani sieht es eben nicht anders aus. Wie gesagt, wir könnten dann noch den Wind einstellen und laut Handbuch gibt es dann, gab es früher auch noch den Schneesturm. Da regnet es dann halt nicht, sondern es schneit. Ist beim Fliegen sehr interessant, beziehungsweise besonders bei einer Luftbetankung mit starkem Wind und Schnee. Da sieht man vielleicht von der A10 vorne noch die Nase, wenn überhaupt. Das ist dann wirklich sehr anspruchsvoll, so eine Luftbetankung. Gut, das soll es zu den statischen Wettereinstellungen gewesen sein und wir schauen uns als nächstes mal das dynamische Wettersystem an. So, das dynamische Wetter finden wir hier und ihr seht, es ändert sich schon also einiges. Wir haben jetzt hier auf einmal ganz viele Symbole. Auch hier können wir noch einstellen, welche Jahreszeit sein soll. Wir machen das mal genauso wie bei dem statischen Wetter. Und jetzt haben wir hier aber gar nicht mehr diese ganzen Einstellungen, sondern beim dynamischen Wetter ist es wie gesagt so, dass man sogenannte Gebiete setzt, also Hochdruckgebiete, Tiefdruckgebiete oder weder noch. Und anhand dieser Gebiete und anhand des Luftdrucks wird das Wetter automatisch generiert und ist dann in der Mission dynamisch. Das heißt, wenn wir hier mal rausgucken, wir haben jetzt hier rausscrollen, erkläre das gleich alles noch. So, wir haben jetzt mal drei Gebiete. Hier sehen wir eins, hier sehen wir eins und hier sehen wir eins. Innerhalb der Mission würde sich nicht nur das Wetter innerhalb dieses Gebiets ändern, sondern die Gebiete an sich würden sich auch verschieben. Da ja Wind herrscht, verschieben sich eben auch diese Druckgebiete. Und deswegen ist es eben viel realistischer, weil eben auch das Wetter von Ort A und Ort B komplett abweichen kann. Wir schauen uns mal die Einstellungsmöglichkeiten an und dann erkläre ich auch noch, was das für Symbole sind. Also als erstes können wir uns das barometrische System aussuchen. Wir haben einmal Zyklon, das ist ein Tiefdruckgebiet. Antizyklon ist ein Hochdruckgebiet und Non ist weder noch. Wir fangen mal an mit dem Tiefdruckgebiet, damit ich dann mal die Unterschiede zeigen kann zu einem Hochdruckgebiet. Und jetzt können wir hier einstellen, wie viele Gebiete auf der Karte existieren sollen. Bei einem
wäre es logischerweise nur ein einziges Bild. Und dann kann man das hochsetzen bis zu 6 verschiedene Gebiete. Und das sehen wir dann, die werden dann anhand dieser schwarzen Linien auch markiert, wo sich diese unterschiedlichen Gebiete befinden. Man kennt das sicherlich aus dem Wetterbericht, wenn dann diese ganzen Hoch- und Tiefdruckgebiete, die ja im deutschen Wetterfernsehen auch Namen haben, wenn die sich dann halt auch auf dem Globus bewegen. Ne, so ist das dann hier auch. Und hier bei Pressure Deviation, da können wir die Druckabweichung im Zentrum des Gebietes einstellen in der Relation zur Gnomatmosphäre. Das Ganze wird in Pascal, wie ihr hier seht, angegeben, und was das ganz genau bedeutet mit dieser Gnomatmosphäre, das könnt ihr euch dann durchlesen. Ich werde unter dem Video noch ein paar nützliche Links zum Wettersystem bzw. zu Windstärken reinstellen. Und wenn man hier auf Generate drückt, dann kann man, wie ihr seht, sich halt jedes Mal was Neues generieren lassen. Und die Gebiete werden dann auch immer alle unterschiedlich gesetzt. Und da wir ja keine Windstärke einstellen, sondern lediglich einen Druck oder eine Druckabweichung, diese Symbole, die markieren quasi die Windstärke, seht ihr, dass auch die verschiedensten Sachen rauskommen können, von ganz leichtem Wind bis richtig heftigem Wind. So, aber was bedeutet das jetzt hier überhaupt alles? Ich möchte es einmal erklären. Also hier gibt es die sogenannten Feeder-Symbole. Heißen die, und ja, das passt ganz gut. Die zeigen die Windstärke und die Windrichtung an. Also die Richtung, in die so ein kleiner Pfeil zeigt, wo haben wir das? Hier haben wir das. Die Richtung, in die so ein kleiner Pfeil zeigt, in diese Richtung weht der Wind an der aktuellen Stelle. Also wir haben ja ein Zentrum des Systems, und je nachdem, wie groß dieses System ist, geht der Wind dann natürlich, weil es sich ja um den Mittelpunkt des Systems dreht. Also rotiert, geht der Wind ja dort in eine bestimmte Richtung. In dem Fall wäre es im Uhrzeigersinn. Und dann haben wir hier diese Striche dann dran, die symbolisieren die Windstärke. Da haben wir hier so einen sogenannten Feeder-Kurzstrich, der symbolisiert 5 Knoten Windstärke. Das ist ein Feeder-Langstrich, der symbolisiert 10 Knoten Windstärke. Das heißt, wenn wir dann solche haben wie hier, das wären dann 15 Knoten Windstärke. Und dann gibt es auch solche Punkte hier, das dürfte das Zentrum dieses Systems sein. Das heißt, hier ist Windstille, also gar kein Wind. Und wenn wir mal hierher gucken, hier hätten wir dann 30 Knoten Windstärke. Und wenn es richtig heftig wird, dann haben wir auch irgendwann, jetzt muss ich das kurz mal generieren. Dann haben wir irgendwann auch mal solche kleinen Dreiecke, und diese Dreiecke symbolisieren, also das ist sogenanntes Feeder-Dreieck, 50 Knoten Windstärke. Das heißt, hier an dieser Stelle hätten wir jetzt ein Dreieck und 2 Langstriche, das wären also 70 Knoten Windstärke. Das ist schon heftig. Na, besonders wenn es von der Seite kommt. Ups, da sind die rausgesprungen. So, hier unten haben wir ein einfaches Dreieck. Das wären dann halt glatt 50 Knoten Windstärke. Und wie gesagt, die gehen so leicht Richtung Südwesten. Ich denke mal, das ist so ein Heading. Wenn das 180 ist, 270, sind wir hier so bei 200. Also Windstärke 50 Knoten in Richtung 200. Das bedeuten diese Symbole. Das heißt, wenn ihr hier einfach mal rumprobiert, könnt ihr euch dann auch so lange durchklicken, bis ihr Windstärken und auch Systeme dabei habt, die euch gefallen. Wobei, wie gesagt, die Windgeschwindigkeiten sich innerhalb eines Systems ändern und die Systeme sich ja auch weiter weg bewegen. Hier haben wir auch wieder die Möglichkeit, Turbulenzen und Nebel einzustellen. Den nehmen wir einfach mal raus, und jetzt generieren wir mal ein ordentliches Tiefdruckgebiet. Ja, jetzt haben wir hier, glaube ich, überall unterschiedliche. Wir haben hier hinten eine, wir machen noch mal, ich will mal gucken, dass wir möglichst viel Abweichung haben.
So, hier sehen wir jetzt sogar schon unterschiedliche. Also hier L, das ist ein Tiefdruckgebiet und hier kommt ein Hochdruckgebiet rein. Kann also auch gemixt werden, aber ich glaube, das kann man nicht einstellen, dass man beide hat. Die verschieben sich dann halt von alleine. Und oh, hier ist dann doch schon sehr heftig und hier ist nicht ganz so heftig. Und hier, okay, das ist schon ordentlicher Wind. So, wir gucken uns das einfach mal an, wie es so aussieht. Springen dazu wieder in unsere Mission rein. So, wir befinden uns in unserer Mission und schauen uns mal das erste dynamisch generierte Wetter an. Ich bin mal gespannt, was bei rausgekommen ist. Das ist halt jedes Mal so eine Glückssache. Wir fangen wieder in Batumi an. Okay, wir sehen hier ist ordentlich Wind. Und das sieht aus wie eine geschlossene Wolkendecke. Wobei wir jetzt eben schon den Unterschied sehen. Zum statischen Wetter, diese Wolkendecke geht nicht bis sonst wohin, sondern man sieht da schon so ein bisschen Ende. Wir gucken mal in Maikop. Okay, hier sehen wir haben auch eine Wolkendecke und es regnet. Wenn ich mich nicht geirrt habe, hat es in Batumi nicht geregnet. Ja, stimmt, hier regnet es nicht und in Maikop regnet es. Und jetzt gucken wir mal in Viziani vorbei. Und dort haben wir echt offene Wolken. Das ist eine sehr geniale Sache bei dem dynamischen Wetter. Also es ändert sich wirklich und selbst wenn wir eine Wolkendecke haben, ist es keine komplett geschlossene Wolkendecke, sondern auch da kann es sein, dass es immer mal so wie im realen Leben so offene Stellen in der Wolkendecke gibt, wo die Sonne reinscheint und wo man zum Beispiel auch durchfliegen kann, um unter die Wolkendecke zu kommen. Also die Unterschiede sind jetzt schon doch sehr beeindruckend hier, wie ich finde. Schade, dass wir an den anderen zwei Flugplätzen keine Rauchsäule haben. Ich bin mir sicher, wir würden dort auch noch unterschiedliche Windrichtungen und Windstärken sehen. Okay, wir machen mal noch ein zweites System mit dem dynamischen Wetter. Und zwar ändern wir das Ganze jetzt mal wieder in Fall. Wir hatten 16 Grad, hatten hier gesagt Antizyklon. Na, wir nehmen mal hier noch. Ich will mit den Antizyklonen mal aufheben, obwohl nein, wir nehmen den. Nehmen davon auch vier Systeme. Oder machen wir mal nur zwei, dann machen wir möglichst viel unterschiedliche. So. Und man kann hier auch hin und her switchen und ihr seht, diese Abweichung zum Normdruck, der ist auch überall unterschiedlich. Das sieht ganz interessant aus. Okay, schauen wir uns mal an. Wir machen wieder den Fock. Sagen hier mal ein bisschen mehr. Und hier machen wir mal 100 Meter. Und dann gucken wir uns das nochmal an. Gut, wir befinden uns auf Batumi. Wir sehen, dass unsere Windrichtung und Windstärke zu erkennen. Und da wir ein Hochdruckgebiet gewählt haben, das kennt ihr aus dem normalen Wetterbericht. Hochdruckgebiet heißt immer keine Wolken, Sonnenschein, deswegen ist hier auch klarer Himmel. Hier ist unser Nebel noch präsent. In Maikop liegen wir relativ hoch, da ist der Nebel schon wieder nicht zu spüren oder zu sehen. Und auch hier wolkenfrei. Und in Vatsiani, auch da haben wir ein Hochdruckgebiet und auch hier vom Nebel nichts mehr zu sehen. Und ja, wolkenfreier Himmel. Bei Antizyklonen, also bei Hochdruckgebieten, ist es halt generell so, dass keine Wolken da sind. Aber auch dort variiert ja die Windstärke und die Windrichtung. Also nur wenn man das optisch vielleicht nicht am Himmel sieht, Windstärke, Windrichtung variieren ja trotzdem anhand der verschiedenen Systeme. Gut, und wir schauen uns noch einmal das letzte an. So, und für unseren letzten Versuch, wir hätten ja noch None, also weder Hochdruck noch Tiefdruck, ist in den meisten Fällen aber so wie Hochdruckgebiet, das heißt, wir sehen auch keine Wolken. Der Druck ändert sich dann natürlich nochmal und Windstärke, Windrichtung auch, wenn man das neu generiert. Deswegen nehmen wir nochmal Zyklon, wir nehmen mal Winter. Ich möchte gerne mal versuchen, einen Schneesturm zu generieren. Okay, ist ein bisschen sehr viel Sturm. Das sieht schon ganz gut aus. Gut, dann wir gucken mal, was daraus wird.
So, jetzt bin ich echt mal gespannt, was wir hier generiert haben. Also, wir gucken mal in Batumi nach. Oh, sehr schön. Wir haben Winter, wir haben Schnee, wir haben eine Wolkendecke. Sehr schön. Ja, dieser Schneelayer ist aktuell, soweit ich weiß, noch ein 2D-Layer. Das heißt, es sieht wirklich nur vor unseren Augen so aus, als ob es schneit. Es schneit nicht komplett in der Welt. Das ist aktuell ja noch ein bisschen rudimentär und aus. Wir sehen, dass die bewegen sich mit unserer Sicht mit. Das ist nur aus Flaming Cliffs Zeiten. So, wir schauen mal in Maikop nach. Auch hier schneit es. Wir haben eine Wolkendecke. Und, oh, Überraschung. Wir sind in Vatiani. Dort wieder leichte Wolken. Wir liegen hier wesentlich höher und auch hier scheint ein anderes Gebiet zu herrschen. Wir haben zwar frostigen Boden, aber es schneit nicht und wir haben auch keine Wolkendecke. Und jetzt weiß ich auch wieder, warum vorhin beim statischen Wetter der Schneesturm nicht funktioniert hat. Logischerweise, wenn man Schnee haben will, sollte man eine Außentemperatur von unter 0 Grad oder 0 Grad Celsius wählen. Wir hatten ja vorhin 16 oder 26 Grad. Kann es natürlich nicht schneien. Gut. Ich freue mich, wenn ich euch wieder ein bisschen was zeigen konnte aus dem Mission Editor und freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, Tschüssikowski.